Viele Menschen lehnen die Karma-Lehre ab, weil sie sich sagen, dass die Karma-Lehre im Alltag gar keinen Sinn macht. Und klassischerweise kriegt man folgende Beispiele, die den Widerspruch der Karma-Lehre darlegen sollen. Da hast du zum einen das Beispiel eines absolut bösen Menschen, einen absolut gierigen Menschen, einen hasserfüllten Menschen, der viel Leid und Schaden anrichtet, der aber dessen Leben eigentlich aber ganz gut aussieht. Der verarscht viele Menschen, bricht viele Herzen, zerstört viele Träume, ist vielleicht sogar gewalttätig, aber er hat ein gutes Leben. Er wird 90 Jahre alt, hat eine dicke große Villa, hat sogar Bedienstete und lebt eigentlich ein relativ entspanntes Leben, mehr oder weniger. Das ist das erste Beispiel, was immer vorgebracht wird, dass die Karma-Lehre nicht sein kann. Das zweite Beispiel, was meistens kommt, ist genau das Gegenteil, nämlich, du hast einen extrem netten Menschen, einen freigebigen Menschen, einen Menschen, der wirklich korrekt ist, lieb ist, ehrlich ist. Und da siehst du dann, und das ist halt der Vorwurf, dann siehst du halt, dass dieser Mensch eben nicht wohlhabend wird, eben nicht in der Villa sitzt, eben nicht in dieser Welt nach vorne kommt, sondern verarscht wird. Das heißt, aus bestimmten theoretischen Kreisen oder auch aus atheistischen Kreisen wird gesagt, die Karma-Lehre ist Nonsens, weil, wie gesagt, du hast das Konzept von, dass man Taten begeht oder Karma pflanzt und da gibt es ja ein Reward, da gibt es halt ein Echo, aber dieses Echo können wir in dieser Welt nicht sehen. Warum? Weil wir haben Gegenbeispiele, wir haben gute Menschen, die total Katastrophe leben und wir haben katastrophale Menschen, die richtig gut leben und diese beiden Beispiele widerlegen Karma. Das ist natürlich falsch, weil man muss sehen, dass die Rewards, also die Reifung der Samen, das Reifen der Samen, da ist eine zeitliche Lücke. Das ist das allererste. Also nochmal, wir können ja nicht jetzt einen Apfelsamen in den Boden legen und denken, dass in 5 Minuten oder in 2, 3 Tagen da ein voll ausgewachsener Baum da ist. Das ist das allererste Prinzip, was er verstehen muss. Und die zweite Sache ist die, und das verstehen viele Menschen nicht, weil sie die Schriften nicht lesen, weil sie in deren Lehren nicht forschen und weil auch viele, die diesen Lehren folgen, selber nicht wissen, warum das so ist, weil es ist doch klar, es gibt's ja wirklich. Du hast ja richtig gute Menschen, die in ihrem Leben komplett scheitern. Und du hast ja absolut katastrophale Menschen, die richtig gut, ein richtig schönes Leben haben. Das ist ja tatsächlich ein Widerspruch. Und die zweite Sache, neben dieser Zeitgap, neben dieser Timegap, also das zwischen dem, was du gemacht hast, gesehen hast, gesagt hast, gedacht hast und dem Ergebnis, dass da erstmal eine zeitliche Lücke ist, gibt es auch ein zweites Prinzip. Und das verstehen die allerwenigsten, weil die allerwenigsten halt nicht wirklich die Wahrheit suchen. Und nämlich das Prinzip, dass das Dharma oder die Wahrheit Menschen unterschiedlich behandelt. Das ist jetzt für viele vielleicht etwas Neues. Und ich will euch das mal so erklären. Menschen, die gut sind, ja, da passiert Folgendes. Das Dharma wird die negativen Taten schneller zur Reife bringen, damit sie nicht wachsen.
und uns komplett zerstören. Das heißt, wenn wir sehr gute Menschen sind, eine religiöse Praxis haben, eine ethische Grundlage haben, dann wird es passieren, dass wir geläutert werden, gereinigt werden. Weil das Dhamma dafür sorgen wird, oder die Wahrheit dafür sorgen wird, dass diese negativen Taten, Gedanken, ja, und verbalen Sprechakte, die wir vollzogen haben, die werden vom Dhamma schnell zur Reife gebracht. Und wir werden ein bisschen Stress erleben. Das ist das erste Prinzip. Es gilt auch umgekehrt. Wenn du nicht sittsam bist, keine Weisheit besitzt, ja, von kleinlichem Charakter bist, dann wird Folgendes passieren. Deine negativen karmischen Samen, die werden nicht schnell zur Reife gebracht. Das heißt, die negativen Potenziale wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Ja? Und die werden einen am Ende zerstören. Und für viele ist dieses Konzept nicht so wirklich bekannt. Und das sollte man, wenn man spirituell wird, schnell verstehen, weil man ja sonst, wenn man sich diese Welt da draußen anguckt, Karma nicht so einfach funktioniert, wie wir das uns so manchmal wünschen. So einfach ist Karma nicht. Und es stellt sich ja auch die Frage, wie definiert eigentlich Karma, was negativ und positiv ist? Das ist das nächste Problem. Und die Antwort darauf ist, dass ein geläuterter Geist wird irgendwann dahin kommen, absolute Wahrheit zu sehen. Und daher kommt auch das Sittengesetz aus einer absoluten Wahrheit. Ja, die da sagt, nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen, nicht lästern, nicht grob reden, nicht plappern, nicht gierig sein, nicht mit Hass erfüllt sein und keine falschen Ansichten und Anschauungen über diese Welt hegen. Dass man das nicht tun soll, das kommt uns ja im Abendland natürlich irgendwie bekannt vor, ja, wenn man sich die 10 Gebote anguckt. Ja. Aber Karma kommt daher, weil es eine absolute Wahrheit gibt. Und umso reiner man wird, umso klarer der eigene Geist wird, umso mehr wird man einen Hauch davon erfahren können. Und im spirituell-buddhistischen Kontext wird es irgendwann einen Punkt geben, dass man eine Einheitsschau erlebt. Ja? Und dann wird man wissen, dass es diese absolute Wahrheit auch gibt. Aber für die Leute, die aufgrund einer völlig oberflächlichen Argumentation Karma ablehnen, ja, wird es dazu führen, dass man letztendlich blind in dem Kreislauf gefangen bleiben wird. Und man wird diesen Kreislauf noch verschlimmern, weil man ja noch der Meinung ist gleichzeitig, dass man schlauer ist, dass man intelligent ist, dass man aufgeklärt ist, dass man Philosoph ist. Ja? Und merkt aber nicht, und das ist ja gegenwärtig unser Problem, man merkt aber nicht, dass dieses Denken, ja, dass es am Ende kein Gut und kein Schlecht gibt, dass dieses Denken irgendwann dazu führen wird, dass jeder macht, worauf er Lust hat. Auch politisch, auch wirtschaftlich. Und dann frage ich mich, was diese atheistischen Strukturen, die sich aufgeklärt wähnen, warum die sich eigentlich gegen politische und wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit so aufregen. Denn man hat ja selber gar keine Wurzel für Gerechtigkeit.
Das ist doch sehr interessant. Ja? Man hat eigentlich keinen, man hat ja gar keine Wahrheit. Und wenn man keine Wahrheit hat, wie kommt man eigentlich zur Gerechtigkeit? Das ist sehr interessant. Man kann natürlich jetzt sagen, wir kommen zur Gerechtigkeit, indem wir, keine Ahnung, so einen kategorischen Imperativ anwenden, ja? Also ich möchte so behandelt, ich behandle andere so, wie ich selber behandelt werden, aber reicht das? Was passiert eigentlich, wenn irgendwann alle auf die Idee kommen, dass ja, Heroin eigentlich gar nicht mal so schlecht ist? Sollte jeder mal machen. Ja? Dass Diebstahl in bestimmten Punkten eigentlich gar kein Diebstahl ist. Können wir einfach alle machen. Ja? Wenn die sexuelle Unversehrtheit auf einmal gar kein Problem mehr ist. Da kann jeder dann auf einmal machen, was er will. Warum? Weil wir können eigentlich ja, und das ist das Gefährliche, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, ja, und aus buddhistischer, spiritueller Sicht gibt es die, weil dahin erwachen wir nämlich. Wir erwachen ja nicht in einem luftleeren Raum. Wir erwachen zum absoluten Objekt, was gleichzeitig Subjekt ist. Ja? Und die Natur dieser Sache ist absolute Reinheit, ist absolute Klarheit. Da wirst du nichts Negatives finden. Und dann wirst du auf natürliche Art und Weise direkt merken, dass die negativen karmischen Samen wirklich negativ sind, dass sie nicht klar gehen in einem reinen Leben, in einem erwachten Leben. Aber für die Leute, die das gar nicht akzeptieren, abgesehen mal davon, dass es aus unserer spirituellen Sicht negatives Karma ist, was die verhindert, dass sie überhaupt dahin kommen, und sie sich sogar mit dieser Art von Denken sogar noch viel mehr negatives Karma anhäufen. Warum? Weil du bereitest kulturell den Boden dafür, dass Menschen irgendwann gar keine Skrupel mehr haben. Du kannst niemandem mehr erklären, dass Drogen nicht korrekt sind. Du kannst niemandem mehr erklären, dass Fremdgehen nicht korrekt ist. Du kannst niemandem erklären, dass Stehlen nicht gut ist. Denn der Zustand, wo wir ja sind, ist ja der: Solange mich keiner erwischt, ist alles cool. Und wenn ich erwischt werde, habe ich halt Pech gehabt. Und das ist dann die Stufe, auf der wir dann sind. Ja, und das ist nicht die Lösung. Das heißt, der Versuch, Regeln und moralische Prinzipien zu produzieren, ohne dass das eine Wurzel hat in der absoluten Wahrheit, ist am Ende nichts. Am Ende verwandeln sich die Menschen oder die Charakterstrukturen werden dann aalglatt und schlangenhaft. Ja, dann geht jeder, und das wird doch in dieser Gesellschaft kritisiert, dann geht doch jeder seinen eigenen Weg. Macht jeder, was er will. Das ist schön, jeder soll seinen Weg gehen. Aber unsere moralische Grundlage gründet auf absolute Wahrheit und die ist für alle gleich. Du kannst nicht so tun, als ob das nicht so wäre. Das heißt, um das nur abzuschließen, aus spirituell-religiöser Sicht ist dieser Vorwurf, es gäbe kein Karma, weil es böse Menschen gibt, die Gutes erleben und gute Menschen gibt, die Schlechtes erleben, zeugt nicht von intellektueller Reife. Es zeugt eher von einem Mangel an Bildung, dass man die Schriften mal studiert und mal guckt, was wird da wirklich gesagt. Und um den Ball quasi zurückzuspielen: Wie wollte man die Welt verbessern, indem man gar keine Moralität hat, indem am Ende letztendlich jede Gruppe sich seine eigene Moralität erfindet? Und am Ende wird nämlich Folgendes passieren, das kann man ja im Gedankenspiel durchspielen. Am Ende wird sich dann das Recht durchsetzen von Leuten, die die Waffen haben, von Leuten, die das Geld haben. Und das ist doch jetzt schon so. Das heißt, mit dieser Art von Ansatz, ja, versucht man gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt zu setzen, aber man ist eigentlich die ideologische Grundlage für diese Welt. Man ist Täter. Man ist Täter. Ja. Es gibt einen interessanten Spruch von Lenin. Und der ist für mich bezeichnend für Atheismus, wohin der am Ende führt. Der hat nämlich mal gesagt: Ein Mensch ein Problem, kein Mensch kein Problem. So einfach ist das.
wenn du keine absolute Grundlage hast für Moral, wenn es diese absolute Wahrheit nicht gibt, wenn man dazu gar nicht erwachen kann, ja, wenn wir hier alles Spirituellen auf einmal Vollidioten sind, ja, dann stelle ich mir die Frage, was wird das für eine Welt, wenn man am Ende aus Gutdünken, aus eigenem politischen Kalkül heraus entscheiden kann, wer leben darf und wer nicht. Und genau da sieht man, dass die Kritik an der Karma-Lehre als Ant also die Kritik, dass man den Atheismus quasi ins Feld führt, eigentlich ein Eigentor ist. Man hat sich selbst ins Knie geschossen, weil der Atheismus in der Form, dass man nicht erwachen kann, ist gerade das Problem, was Menschen in Leid bringt und das Leiden nicht beenden kann. Warum? Ja, weil du hast keine Wahrheit. Du kannst zu nichts erwachen. Ja? Und am Ende wirst du in dem Atheismus, wirst du am Ende ein Affe 2.0. Es geht hier nicht darum, ob diese Evolution so stattgefunden hat oder nicht. Es geht nur einfach darum, dass das Bild vom Menschen auf einmal dergestalt ist, dass der Mensch nichts weiter ist als ein Tier. So, und dann frage ich mich, warum ich mich als Tier darüber aufregen soll, dass andere Tiere fressen und umbringen. Eigentlich müsste man dann als Atheist sagen, ja gut, kann man nichts machen, ist halt so Pech gehabt. Und eigentlich, wenn man genau tief hinguckt, ist das auch so.